ca. 5000 Erfahrungspunkte, die einfach so im Game verfügbar sind und ich fast vergessen hätte. Gott sei Dank hat mich einer von euch darauf aufmerksam gemacht und damit es dir nicht auch so geht, jetzt dieses Video. Wir haben nur noch 2 Tage Zeit, das alles mitzunehmen. Außerdem, Team of the Week 2, die Leaks sind da und ja, eine Menge BOTMs und Road to the Knockouts kommt auf uns zu. Servus, Grüße und Hallo zum weiteren Video. Würde mich übrigens mega freuen, wenn du dem Video schon mal einen Daumen nach oben geben könntest, denn es wäre wichtig, dass das so viele wie möglich sehen, damit sie diese Saisonpunkte nicht verpassen. Ich würde so ab Minute 6 in die Season-Punkte reingehen, aber schauen wir uns erstmal Team of the Week 2 Leaks an. Wie jeden Tag heute natürlich die aktuellsten Informationen aus der FC 25 Welt, damit du immer bestens informiert bist, kurz und knapp. Vinicius Junior ist so der Headliner in Team of the Week 2, das ist natürlich eine Hausnummer. Ihr wisst alle momentan, die Meta oder die meisten, aktuell die Meta ist Rapid und Quickstep Playstyle Plus, das wird auch, gehe ich mal davon aus, ziemlich schnell gepatcht werden. Ist einfach unglaublich unangenehm, das Ganze zu verteidigen. Und jetzt kommt auch noch ein Vini Junior mit einer Team of the Week Karte auf uns zu. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was der dann kosten wird. Aktuell seine Goldkarte, weil sie zuletzt geschaut hat, bei 1,6 Millionen. Auch der Meister der Finesse-Schüsschen. Ja, ich sag mal so, wenn ein Gegner einen Son hat und den Spot hat und er 1 drückt und schießt, dann ist es meistens ein Tor. Sehr unangenehm, auch beide in der Kombination. Könnte ein sehr, sehr cooles Sturmtor sein. Wird auch kommen, wie jedes Jahr. Ja, relativ früh, Entschuldigung, hat er seinen Team of the Week, ja, letztes Jahr auch, und das wird eine sehr, sehr spannende Karte, genauso wie Florian Wirtz. Aus deutscher Sicht wäre ja eigentlich der Europameister, die UEFA hat es zugegeben, dass wir betrogen wurden mit dem Handspiel. 3 Monate später, ja, hat jeder gleich in der ersten Sekunde gesehen, außer der Schiedsrichter. Kommt auf jeden Fall auch aus Team of the Week Karte in Team of the Week 2 am Mittwoch um 19 Uhr ist es, und jetzt werden wir wahrscheinlich schon ein paar Bayern-Fans ungeduldig, wenn ihr es noch nicht wisst, aber bitte ein bisschen Geduld noch. Wir haben auch noch einen Rafinha. Das ist spannend zu sehen. Rafinha ist ja POTM in der La Liga geworden. Da rechnen auch einige mit der POTM SBC, was sehr, sehr cool sein könnte. Denn sein 60k Goldkärtchen ist schon sehr, sehr stark. Jetzt noch einen Inform, dann vielleicht einen 87er POTM. Ja, könnte eine coole Alternative sein, um auf dem rechten Flügel da ein bisschen, ja, Speed, ein bisschen Dribbling zu haben, aber er hat halt nicht diesen Meta-Playstyle, den gerade alle suchen. Ich finde das übrigens immer grundsätzlich langweilig, dass man einfach nur schaut, was wo das Game am kaputtesten ist, und dann baut man sich das Team einfach nur so, damit man da den geringstmöglichen Aufwand hat. Aber aktuell rechtfertigt wohl der Zweck die Mittel den Zweck. Aktuell rechtfertigt der Zweck die Mittel, oder? Heißt es so? Ich hoffe doch. Weil viele alle wollen die 15 Rival-Siege bis Donnerstag. Und daher wahrscheinlich, dann muss man das so machen, dass man da nicht ganz so viel leidet in den Rivals-Grind. Das wäre so die potenzielle POTM-SPC von Rafinha. Bin gespannt, ob er dann auch wirklich kommt. Team of the Week 2, auch Olise ist mit dabei. Viele hatten ja gefürchtet, wie letzte Woche, dass Harry Kane, ein Bayern-Spieler, ja auch nicht dabei sein wird. Das ist nicht so. Sheriff hat es bestätigt. Ist zwar ein Leak. Final werden wir es erst morgen um 19 Uhr sehen, aber Son, Vini Junior, Olisch, dann Luis Diaz, Wirtz, Rafinha und Nicolas Jackson sind alle mit dabei. Morgen ist ein richtig krasses Team of the Week 2. Ja, und dann noch am Freitag gleich mit Road to the Knockouts, vielleicht sogar Icons und Heroes mit dabei. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ein Stück weit zu früh womöglich, dass sie da schon Icons und Heroes in das erste Event reinpacken, aber zuzutrauen wäre es ihnen natürlich, um das Maximale, das Lukrativste dann auch für die Kunden, sage ich jetzt mal, weil wir sind ja RTGler, für uns werden solche Karten wahrscheinlich erst im Dezember interessant werden, muss ich sagen. Ich bin gerade da am Coins aufbauen und würde natürlich gerne einen Thuram oder einen Hazard spielen, aber realistisch betrachtet will ich jetzt auch nicht 24 Stunden meines Lebens nur in diesem Game drin hängen, damit ich Coins mache, sondern die Coins kommen mit einer ÖV-Liste, das ist schön, das macht Spaß. Ja, immer mal wieder ein bisschen anpassen, und wenn es dann soweit ist, dass man sich diese Karten gönnen kann, oder vielleicht hat man ein bisschen Packluck, dann werden wir sie spielen. Aber so grundsätzlich ist mein Account hier ein RTG-Account und das soll es auch bleiben. Und wir wollen weiterhin Inspirationen liefern, so authentisch wie möglich, dass ihr euch auch eine richtig geile RTG-Truppe zusammenbauen könnt. Und die Coins, die man haben möchte, die werden wir uns verdienen mit Trading und mit Gameplay. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe all die Jahre die Erfahrung gemacht, ich hatte immer die stärksten Teams. Macht vielleicht einen Sieg mehr oder weniger aus. Ja, das denkt man immer nur, dass man mit so einer Karte noch viel, viel besser wäre. Aber bei mir war es immer das, ich bin immer in der Weekend League, egal welches Team ich gespielt habe. Ich hatte mal das komplette Totti gekauft beim Release und habe in der Weekend League 2 Siege weniger geholt als vorher mit meinem kompletten Untrade-Team, also die Woche zuvor. Ja, daher
keine Ahnung, wahrscheinlich liegt es an mir, Skill Issue, könnt ihr natürlich sagen, gebe ich euch auch recht, werde ich nicht widersprechen, aber so grundsätzlich macht ein RTG viel mehr Spaß als einzig in der Weekend League mehr. Wenn man so E-Sportler ist oder Controller-Akrobat, dann macht es natürlich jetzt die Argumentation keinen Sinn, dann braucht ihr natürlich stärkere Karten oder stärkere Teams. Turam, POTM, das wäre dann wahrscheinlich wieder einer für mich, fürs Gefühl. Ja, ich brauche einen Stürmer, ich habe ein extremes Sturmproblem. Ich habe gar keine Abschlussstärke, ich brauche so viele Chancen, ich kann mir kaum Chancen erarbeiten, ich muss noch ein bisschen rumtüfteln. Bin momentan im halben Weg bei meinen Rivals-Siegen bei 8 in Division 5 oder 7 oder 8. Ja, kommt, muss noch einiges drauf. Aber Turam, wenn er als POTM kommt und so 40 bis 50k kosten sollte mit 1,92, könnte es tatsächlich sein, dass ich mir den gönne. Mal schauen, wie er dann tatsächlich, wie er dann wirklich aussieht. Ja, vielleicht kommt er dann schon morgen. Ja, bestenfalls heute. Mal gucken. Und hier ist die UV-Liste. Wie immer von meinem kongenialen Partner. Ja, mein Haus- und Hof-Trader. Derjenige, der wirklich Tag ein, Tag aus, ja, Tausenden von Menschen hilft, ihre Coins zu vermehren, Tausenden von RTGlern abholt, mir selber dann auch immer wieder super Tipps gegeben hat, als ich damals angefangen habe mit dem Trading, und der Weg zur ersten Million mit ihm gemeinsam überhaupt kein Problem, und vor allem, wenn man so eine schöne UV-Liste hat, wie er hier schon wieder anbietet, die komplette Beschreibung, was zu beachten ist, Chemistry Styles natürlich stündlich anbieten, mindestens 12 Mal am Tag. Beim richtigen Zeitpunkt einkaufen. Die Liste kostet 50.000. Schaut euch dazu gerne mal die Rival Rewards dann am Donnerstag an, ja, was da möglich ist. Viele Karten können eigentlich schon gar nicht mehr günstiger werden. Die könnt ihr auch jetzt schon mitnehmen. Oder ihr arbeitet jetzt ein bisschen mit Non-Rares. Ich packe euch die Liste in den ersten Kommentar des Videos. Könnt ihr easy nachbauen. Ja, oder ihr kommt einfach auf unseren Dizzy. Da ist auch der Link in der Videobeschreibung. Da ist es unter dem Free-Bereich dann auch einsehbar. Okay? Das ist so viel, ich meine, wenn man sich interessiert für UV, dann ist es definitiv eine gute Möglichkeit, hier öfter vorbeizuschauen. Ich mache das grundsätzlich als schöne Einnahmequelle an Coins nebenher. Werde allerdings, ich habe mein Budget jetzt flüssig gemacht, werde dann am Donnerstag, bei den Rival Rewards wohl in Rivals Flips gehen. Also ich werde mal die, wenn Rivals Packs geöffnet werden, weil momentan spielen ja gefühlt alle Rivals und die sind auch sehr, sehr tradable dann, sehr viele, werde ich mir dann so Karten in einem bestimmten Preissegment, ich will jetzt nichts beeinflussen am Markt oder so, aber in der Regel ist es so Low-Meter-Karten, die dann kurzzeitig sinken und dann meistens wieder einen kleinen Rebound geben, und den möchte ich mir am Donnerstag mitnehmen, weil ich eben am Donnerstag frei habe. Ja, normalerweise kann ich das nicht machen, weil ich donnerstags immer in der Arbeit bin, aber so, wenn ich mal an der Konsole bin, werde ich das natürlich machen. Vielleicht bin ich dann auch sogar live, mal schauen, wie das dann realisierbar ist in so einem Live mit so einer Idee, aber da kommen wir drauf. Okay, und jetzt zu den Season Points. Ihr wisst es ja selber, Season Pass, wenn man da das ein oder andere Untrade Pack, die ein oder andere Untrade Karte sich gönnt, dann macht es das Teambau wesentlich leichter und auch ein bisschen weniger Leid in den einzelnen Gameplay-Sessions. Und jetzt haben mich die Jungs heute drauf gebracht, dass nicht nur die Saisonpunkte, die es so in Ultimate Team gibt, nein, dass es tatsächlich auch Saisonpunkte in anderen Spielmodi gibt. Ich bin auf deine Meinung jetzt gespannt, wie du das findest. Ich habe da auch eine ganz spezielle dazu. Wochenaufgaben beim Manager-Modus. Du startest eine Manager-Karriere, legst deinen Trainingsplan fest, das kannst du gleich am Anfang machen, dann holst du dir einen Coach, das kannst du im Aufgabenmenü machen und du änderst irgendwas an deinem Teammanagement. Hast schon mal 900x SP oder Saisonpunkte in 5 Minuten. Ja, 900 Punkte hast du dann im normalen Season Pass in 5 Minuten, dann spielst du irgendwann noch 5 Partien, machst du den normalen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1400 nochmal. Hast du da nochmal 1700 Punkte auch bei der Management-Karriere einfach nur das Ganze hier abzuschließen. Gut, das ist ein bisschen mehr Aufwand. Oder auch bei den Profikarrieren hast du hier eine Menge Saisonpunkte und die kriegst du alle in deinem Ultimate Season Pass. Das ist doch völlig crazy. Also, auf der einen Seite ist es gut, ja, dass sie das connecten, auch mit Pro-Clubs und so. Also wirklich, ihr habt halt bei diesen Aufgaben nur noch 2 Tage Zeit. Also für 8 Pro-Club-Spiele, 2 Tage, 5 Vorlagen, 9 Tore, 15 Zweikämpfe, 25 Zweikämpfe. Habt ihr noch 2 Tage Zeit zusätzlich zum ganzen Rivals-Grind, dass ihr euch hier halt die ganzen Wochenaufgaben mitnimmt. Und wenn das jede Woche kommt, dann kriegst du da einen erheblichen Boost. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist von EA, dass das so läuft. Keine Ahnung, ob das ein Fehler ist, ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall mal diese Wochenaufgaben gemacht und habe mit dem Season Pass plus 900 bekommen. Also macht es auf jeden Fall, was ihr halt stressfrei mitnehmen könnt, macht es, wenn ihr euch voll reinsuchen wollt, tut es. Ich für meinen Teil spiele sicherlich kein Pro Clubs.
damit ich hier diese Punkte kriege. Ja, ich spiele Ultimate Team, weil ich den Modus am coolsten finde und sehr, sehr gern mache. Management-Karriere finde ich auch nice, kann ich mir auch vorstellen. Aber Pro Clubs ist so ein Modus, da wo ich wirklich, wenn du da in diese Open Lobbys reingehst, einen sehr, sehr krassen Schwitzer-Vibe verspüre. Und das kann ich gar nicht brauchen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht eine SwPix YouTube Pro Clubs Mannschaft gründen, dass wir diesen Modus da gemeinsam machen, wenn das möglich ist. Aber es kann halt auch nur mit 11 von uns machen. Ja, also daher schwierig. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir für alle dieses Ganze da ein bisschen kürzer gestalten können, weil die Season-Punkte wären natürlich im Season-Pass sehr, sehr cool. Geht natürlich nur für diejenigen, die schon Zugriff haben auf die Ultimate Edition. Aber am Freitag ist ja soweit, 27.09. ist auch der offizielle Release. Da wird es dann definitiv dann für alle möglich sein. Ich wollte euch jetzt gerne noch meine UV-Liste zeigen. Aber da ist was, was mich gerade maximal stört. Die Menüabstürze. Ja, es ist unfassbar. Es erinnert mich nahezu an letztes Jahr. Warum ist es immer am Anfang so, dass das so... Ich meine, die haben ja monatelang die Beta, wahrscheinlich die E-Sportler haben nur das Gameplay getestet und nichts im Menü. Ja, da müssten sie auch mal vielleicht ein paar Trader, Transfermarktexperten oder Menügrinder, so wie mich, der 24 Stunden eher im Menü hängt und keine Ahnung, ja, mal mit reinnehmen in die Beta, dass wir das Menü auf Herz und Nieren testen, damit wir das vielleicht zukünftig vorbringen. Das ist auch hier eine Bewerbung für nächstes Jahr. EA, wenn ihr Menü-Tester wollt, ich bin da dabei, weil ich einfach dann für mich selber das so weit hinbekommen möchte, dass ich ein cooles Spielerlebnis habe und nicht alle 5 Minuten meine Konsole neu starten muss, weil sich irgendwas aufhängt. Ja, das ist schade. Liked bitte das Video, kommentiert das Video. Und seid morgen auch wieder am Start. Ich wollte eigentlich heute so ein Trading-Video bringen, ja, welche Fehler man vermeiden sollte, aber das kommt dann morgen, weil ich eben dachte, es wäre heute sinnvoll, das Ganze schon zu bringen, damit ihr noch ein bisschen Season Pass-Punkte grinden könnt. Es wäre cool, wenn ihr es noch mehr sehen. Habt viel Spaß weiterhin in Ultimate Team, lasst es euch nicht ärgern. Ich gehe jetzt auf eine Geburtstagsfeier von einem Freund, der wird 40, ist aber bereits vor 16 Jahren verstorben. Das heißt, wenn es euch in so einem Spiel ärgern könnt, macht es mit Leidenschaft und Liebe, aber seid euch bitte bewusst, dass es nur ein schönes Hobby ist und die wichtigen Dinge im Leben in offline stattfinden und Gesundheit das Allerwichtigste ist. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Bleibt gesund, habt einen schönen Tag und ganz, ganz viel Packluck in so einer schönen und wichtigen Sache. Peace out.